Hallo Fans und Freunde der Vienna, heute ist Freitagabend, aber leider müssen wir uns noch 29 Tage gedulden bis zum ersten Spiel der Saison. Das heißt aber nicht, dass wir Vienna-Fans uns nicht amüsieren können, denn die Vienna-Supporters rufen zum Stammtisch ins Benno und da bin ich gerade am Weg dorthin. Also. Der Stammtisch der Vienna Supporters im Benno. Ganz tolle Veranstaltung. Danke an die Supporters, dass ich dabei sein durfte und davon berichten darf. Ganz toll war das Vienna Pub Quiz. Danke an den Alexander Juraske für seine Mühen. Er ist ja ein wandelndes Lexikon und wer sich noch ein bisschen mehr und intensiver mit der Vienna Geschichte auseinandersetzen will, dem empfehle ich sein Buch Blau-Gelb ist mein Herz. Ganz tolles Nachschlagewerk über die Geschichte des ältesten Fußballvereins Österreichs. Heute schauen wir noch ganz kurz auf die Hohe Warte und wie es denn mit dem Stadiondach ausschaut. Und heute Dienstag gibt es noch ein Testspiel gegen Donaufeld im Nachwuchszentrum. Also, seid dabei und kommt mit! Beim Dach auf der Hohen Warte hat sich nicht viel getan, da ist gerade Baustopp. Ja, jetzt bin ich gerade im Nachwuchszentrum in der Spielmanngasse, denn dort gibt es heute ein Testspiel gegen Donaufeld. Also, schauen wir uns das an. Das Spiel gegen Donaufeld ist zu Ende, 4:1 gewonnen, ein wirklich schönes und sehenswertes Spiel, aber es ist unglaublich kalt, wir frieren die Finger ein, aber wir Vienna-Fans sind dabei und unterstützen unsere Mannschaft, ich hoffe so auch nächsten Samstag um 14 Uhr, wenn wir gegen den FAC spielen und ja, abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, also, come on Vienna!